Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No work, just fun with Randy Run. Und damit begrüße ich euch, liebe Leute, zu unserem Thrall Beginner Guide. Ja, wie üblich möchten wir euch den Helden und die Talente einmal kurz vorstellen. Wir blicken da direkt mal auf unser Q, auf die erste Fähigkeit. Kettenblitz heißt er. Und ja, fügt einem Gegner 390 Schaden zu, sowie zwei zufälligen Gegner in seiner Nähe die Hälfte des Schadens. Ich mache wie gewohnt einfach mal wieder die Diener an. Und caste dann einmal meinen Kettenblitz in die Mobs rein. Und ihr seht das, das springt sehr schön über. Ansonsten haben wir Wildgeist. Entsendet einen Wildgeist, der Gegner auf seinem Weg 335 Schaden zufügt. Wenn der Wolf auf einen gegnerischen Helden trifft, bleibt er stehen und macht den Helden eine Sekunde lang bewegungsunfähig. Das hört sich im ersten Moment vielleicht nicht sehr viel an, aber es ist extrem nützlich, gerade ja, im Spielverlauf, im späteren Spielverlauf. Ich zeige euch das mal hier anhand von, ja, das war natürlich sehr gut, anhand von dem Lichtkönig. Jetzt müssen wir kurz 6 Sekunden warten, weil meins dann daneben ging. Aber das macht ja nichts. Und wie gesagt, eine Sekunde ist nicht viel, aber es ist halt einfach eine Sekunde, wo er wirklich nichts machen kann. Ansonsten unser E und ist eigentlich auch unser, ja, ich möchte sagen, stärkste Fähigkeit, der sogenannte Windzorn. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit 4 Sekunden lang um 30%, erhöht die Geschwindigkeit der nächsten 3 automatischen Angriffe um 100%. Und ja, ihr seht ja hier schon, wenn ich mich mehr oder weniger bewege, also Movement Speed ist erhöht. Und auch die automatischen Angriffe. Warum das so wichtig ist, zeige ich euch gleich noch. Das hat dann etwas mit den Talenten zu tun. Aber ja, ihr seht ja jetzt hier 1, 2, 3. Und ja, schöne Hits vom Thrall. Thrall ist ein Hardhitter, wenn man so möchte. Also er verursacht schon extrem viel Schaden, auch wenn es ein Assassine ist. Dementsprechend natürlich relativ weich. Talente. Level 1 Talent haben wir, ich sag mal, die Wahl zwischen Blocken verringert regelmäßig den durch automatische Angriffe von Helden erlittenen Schaden um 50%. Das sind 2 Aufladungen. Wir entscheiden uns allerdings für das Donnergrollen. Denn Donnergrollen erhöht die Reichweite von Kettenblitz um 30%. Angriffe auf Gegnern, die zuvor von Kettenblitz getroffen wurden, stellen außerdem 10 Mana wieder her. Da Thrall eine Mana-Klasse ist, ihr seht das ja hier, 690 Mana haben wir gerade, und wir auf ja, Mana-Regeneration angewiesen sind, ist dies unser Talent, also Donnergroll. Mit Stufe 4 haben wir eigentlich nur eine Fähigkeit, und zwar ist das das sogenannte Vergiften. Aktivieren, um einen gegnerischen Helden zu vergiften und ihm im Verlauf von 5 Sekunden 780 Schaden zuzufügen. Das ist ein, ja, ein Use-Effekt. Ich zeige euch das gerne nochmal anhand von Arthas, der jetzt hier gleich wieder kommen wird. Da haben wir dann auch einen kleinen Radius, wo wir agieren können. Und das ist einfach, ja, ich sag mal, extrem gut. Ihr seht das hier, wie er runtertickt. Und ja, so könnte man ihn dann quasi besiegen. Natürlich Windzorn immer. Und ja, jetzt hätte ich eigentlich meine Wölfe ziehen müssen, wenn er wegläuft. Aber nun gut, dazu gleich noch mehr. Ansonsten, Stufe 7 haben wir auch eigentlich nur eine Fähigkeit. Und zwar ist das die Verringerung der Abklingzeit von Windzorn um 4 Sekunden. Das heißt, wir haben dann nur noch 8 Sekunden und nicht mehr 12 Sekunden wie bisher. Und da wir mit diesem Windzorn Thrall in dem Nexus bzw. in dem jeweiligen Schlachtfeld spielen, ja, ist das einfach das Nonplusultra. Ansonsten, Stufe 10 Talent haben wir entweder die Wahl, also unser heroischen Talent haben wir entweder die Wahl zwischen Zerschlagung oder Erdbeben. Es sind beide sehr gut, allerdings tendieren mehr Spieler zu der Zerschlagung. Reißt die Erde nach kurzer Verzögerung in einer geraden Linie auf, fügt Gegnern 600 Schaden zu, stößt sie weg und betäubt sie 1,5 Sekunden.
Das zeige ich euch auch mal. Hier seht ihr den Pfeil, wo wir interagieren können. Und gleich, sobald die Creeps kommen, zeige ich euch das einfach mal. Denn diese 600 Schaden, ihr habt es gesehen, sind schon krass. Und stellt euch das mal vor, wenn ihr das wirklich in vier oder fünf andere Helden einfach wirkt, dann ist das schon richtig gut. Stufe 13 haben wir die, ja, eigentlich auch, da wir mit Windzorn spielen, die luftgleiche Anmut werden wir dann nehmen. Angriffe mit Windzorn gewähren doppelt so viel Stapel von Ausdauer der Frostwölfe. Das muss ich dazu sagen, vielleicht noch die Ausdauer der Frostwölfe. Sobald wir fünf dieser Ausdauer der Frostwölfe erreicht haben, werden wir um 660 Lebenspunkte geheilt. Und ja, das ist halt einfach, sag ich mal, ja, die luftgleiche Anmut hier, das Non-Plus-Ultra. Direkt Stufe 16 Talent, der letzte automatische Angriff, der von Windzorn profitiert, wird dreimal ausgeführt. Was das bedeutet, zeige ich euch ganz kurz. Ihr seht sie hier eigentlich schon. Aber ich warte mal kurz auf Arthas, denn die Creeps sterben hier sonst zu schnell. Und ja, einfach hier diese 284. Und ihr seht ja selbst, wie schnell der gute Arthas hier stirbt. Jetzt könnte ich noch vergiften und da ist er, der wird sterben. Also er wird sterben am Gift dort. Genau, erstes Blut vergossen, Arthas ist gestorben. Aber ja, wie gesagt, das Level 16 Sturmzorn ganz, ganz wichtig. Denn dieser Damage-Buff, den wir dadurch bekommen, durch also die drei aufeinanderfolgenden, diese dreimal ausgeführten Schläge, sind dann schon extrem heftig. Als letztes haben wir noch mit Stufe 20 ja, die eigentlich bekannten Fähigkeiten. Wir werden uns hier auch wieder für den Blitzschlag des Sturms entscheiden. Einfach aus dem Grund, da Thrall, ja, ich sag mal, natürlich recht mobil ist durch unseren Windzorn. Aber so ein Teleport natürlich immer super gut ist. Also gerade im Verlauf des Spiels. Ich habe mal hier alle Cooldowns kurz resettet. Und ja, jetzt seht ihr nochmal, wie schnell wir eigentlich einen Helden besiegen können. Na gut. Wir müssen kurz warten. Aber Arthas steht hier unten noch. Naja. Also, ja, Thrall macht unheimlich viel Spaß, gerade wenn man auf die Grundfähigkeiten achtet. Und die dann auch richtig einsetzt. Und ihr habt gesehen, jetzt wurde ich gerade geheilt, weil ich 5 Stapel vom Ausdauer der Frostwölfe hatte. Und immer dann werde ich halt geheilt. Und ja, so läuft das. Huch. Ah, das steht. Na gut. Na gut, ich denke, ihr habt die Grundfähigkeiten von Thrall, konnte ich euch gut rüberbringen. Ja, ansonsten sein Passiv, Ausdauer der Frostwölfe, habe ich, wie gesagt, gesagt. Und sonst gibt es eigentlich nicht viel zu Thrall zu sagen. Einfach in der Videobeschreibung unten nochmal vielleicht den schriftlichen Teil ja, angucken. Ansonsten hoffe ich, dass ihr viel Spaß mit dem Helden habt. Er macht ja extrem Spaß. Und bis dahin, liebe Leute, sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis demnächst. Ciao.